Also herzlichen Dank, Herr Doktor. Bitte. Und vorsichtig mit Bonnie. Nicht zu früh in die Kälte rauslassen. Nein, ich werde aufpassen. Schön. Ach, und noch recht frohe Weihnachtstage. Gleichfalls, gleichfalls. Wiedersehen, Bonnie. Ja, du bist auch wieder da. Du, wer ist denn jetzt dran? Ich bin dran, Herr Doktor. Ah, der Maxel. Hm? Moment, Frau Borchert, ich hole Sie gleich rein. Gut. Ja, der Fünfte. Also ich finde das ja rührend von den Leuten, aber was sollen wir bloß mit den vielen Christstollen anfangen? Die werden alle gefressen, mein Mädchen. Warte mal, bis die Sprechstunde zu Ende ist. Wenn mich mein Scharfsinn nicht trügt, dann habe ich eben da draußen noch ein paar verdächtige Pakete gesehen. Es kommen also noch mehr. Aber was so ein richtiger Christstollen ist, der schmeckt ja so um Ostern rum am besten. Na, einen kann sich ja Uli mitnehmen. Und einen könnten wir doch Bärbel nach Stockholm schicken. Aber was kommt da bis Heiligabend nicht mehr hin? Wir haben ja schon den 21. Na, dann hat sie eben nach Weihnachten. Du, und einen könnten wir doch rüberbringen zu der netten Gottschalks. Hm? Nur mal nicht so großzügig mit meinen Geschenken, ja? Ach, mit deinen Geschenken. Du bildest dir wohl ein, die hast du alle bekommen. Wer denn sonst? Für den guten Onkel Doktor eine kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten. Mit dankbaren Grüßen vom Pizzi, Patzi, Putzi und von dem Saukerl Gin, der den lieben Onkel Doktor in den Finger gebissen hat. So, Frau Borchert, nun bringen Sie Max mal rein. Guten Tag, Frau Doktor. Ja, zuerst möchte ich das einmal loswerden. Eine kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten. Für mich? Ja, mit vielen dankbaren Grüßen von Maxel. Ja, siehst du? Für mich. Ja. Hat denn der Maxel etwa selber gebacken? Woher wissen Sie denn, dass da was Gebackenes drin ist? Hm. Mein Röntgenblick, Frau Borchert. Soll ich mal sagen, was da drin ist? Ein Christstollen. Ja, ein Christstollen. 12-karätiger altes Hausrezept. Also vielen Dank, Frau Borchert. Und für den lieben Herrn Doktor haben wir hier auch noch etwas. Für mich? Das finde ich aber reizend. Na, also der ist ja wunderbar. Damit Sie nicht frieren, wenn Sie jetzt draußen unterwegs sind zu Ihren Viechern. Oh, nun kann ich aber. Da kann mir aber nichts mehr passieren. Schönen Dank. Schönen Dank, Frau Borchert. Handarbeit, Herr Doktor. Immer wenn ich nachts gewacht habe, als der Maxel so krank war, habe ich dran gestrickt. Das ist ein Glück, dass er wieder gesund ist. Sonst wäre das ein 5-Meter-Schal geworden. So, dann wollen wir Maxel mal wieder anschauen. Komm mal her. Nun, Frau Doktor, wie sieht denn das Weihnachtsfest bei Ihnen aus? Wieder turbulent, das Haus voll wie? Nein, diesmal wird's ganz ruhig, Frau Borchert. Sind zum ersten Mal ganz allein. Kommt denn Bärbel nicht nach Hause? Ah, Bärbel sitzt in Stockholm und bekommt keinen Weihnachtsurlaub. Und Uli, der fährt zum Skilaufen nach Tirol. Ja, als Belohnung für sein bestandenes Abitur. Ja, und Lenchen möchte auch mal ein paar Tage Urlaub haben. Ich will mir ja nur mal seine Wohnung ansehen. Aber Lenchen, das geht doch bestimmt schief. Was soll denn dabei schief gehen? Witwe mit Kind, geordnete Verhältnisse. Er macht in Schokolade und Süßwaren. Aber Lenchen, nun rechnen Sie doch mal nach. Sie sind jetzt mindestens 4 Jahre bei uns. Und in den 4 Jahren waren Sie 2-mal verlobt. Und erst im Sommer wollten Sie noch diesen falschen 50er, diesen Strippenzieher heiraten. Hm. Ja, und Sie meinen, dass es diesmal klappt? Es klappt. Das klappt bestimmt, wo er doch gesagt hat, ich hätte so ein erotisches Fluridum und so eine kolossale Ausstrahlung. Aber Lenchen, das ist doch nur Trick, das sagen wir Männer immer. Und nachher sind Sie mit Ihrer ganzen Ausstrahlung bei dem nichts weiter als Flick- und Putzfrau. Ja, deshalb will ich mir das ja auch mal ansehen. Lenchen kauft doch keine Katze im Sack. Sind ja nur 2 Stunden mit der Bahn. So, hier, das nimmst du auch mit. Ist das lange Unterhosen? Das kommt gar nicht in Frage. Das nimmst du mit, das habe ich deiner Mutter versprochen. Die werden auch eingepackt. Lange Unterhosen, ich sehe ja aus wie ein Großvater. Ja, und wenn du beim Skilaufen in Schnee fällst und dir ein Podex erkältest mit deiner kurzen, dünnen Hose? Aber Lenchen, ich laufe da nicht in Unterhosen-Ski. Ich habe da eine dicke Skihose drüber. Lange Unterhosen für einen Mann. Das ist ja das ganze, wie haben Sie vorhin noch so schön gesagt, das ganze erotische Fluidum flöten. Ach, hast du vielleicht was vor, Uli? Männer haben immer was vor, Lenchen. Man kann ja nie wissen, was einem passiert, nicht wahr, Lenchen? Uli, komm her. Was ist denn los? Hast du für mich Zeit, in die Stadt zu fahren? Eigentlich wollte ich ja parken, nur... Ja, ich muss sowieso zu wegen, dass Ruth Adieu sagen und fröhliche Weihnachten wünschen. Dann geh mal für mich zu Frau Stendal, dass mir der Pelzmantel für Mutter bis Heiligabend fertig wird. Wenn sie am 24. nicht liefert, dann holt sie der Deibel. Ja, wieso ist denn der noch nicht fertig? Der Kragen hat mir nicht gefallen. Ich möchte so einen schönen Nerzkragen. Persianer mit Nerz, wie findest du das? Du gehst aber ganz schön ran, du. Halt die Klappe, zieh los. Ach, du, nur eine Frage, sag mal. Würdest du sowas anziehen hier? Lange Unterhosen im Winter, warum nicht? Aber für einen Mann? Nee, ich hab die feine Lebensart doch nicht von dir. Lutschke. Obwohl du Mutter Persianer mit Nerz schenkst. Oh, ich warne dich, du. Wie
idiotisches Zeug. Schön. Hier, Uli, den nimmst du dir mit. Gut. Sag mal, fährst du noch mal in die Stadt? Ja, ich muss noch zu Ruth. Dann geh bitte bei Frau Stendal vorbei. Du weißt doch, das Pilzgeschäft. Ich kann da nicht anrufen. Vater hockt dauernd am Telefon. Was soll ich denn bei Frau Stendal? Ich schenke Vater zu Weihnachten eine Pelzmütze. Persianer mit Nerz? Ach, Quatsch, geschorener Biber, aber schick. Ja, bestellt habe ich sie ja längst, aber dass das Ding mir ja rechtzeitig fertig wird. Sie muss sie am 24. liefern, sonst soll sie der Deibel holen. Und sag ihr noch mal genau Vaters Kopfgröße, 59,5. Ganz schöner Dickkopf. Sag mal, ist bei euch der Wohlstand ausgebrochen? Vater kriegt eine Pelzmütze, Lenchen ein Fahrrad, ich darf zum Skilaufen fahren. Wie macht ihr das bloß alles eigentlich? Hofische Finanzpolitik. Das Geld rollt. Rein in den Kasten, raus aus dem Kasten. Reiche Eltern wirst du leider nie haben und sehr vernünftig werden wir wohl auch nicht mehr werden. Na, Gott sei Dank, bleibt nur so, wie ihr seid. Ach, was ist denn das? Für Ruth. Hübsch? Ja, sehr hübsch. Na, eigentlich wollte ich ihr einen Strick schenken, um sie aufzuhängen. Uli. Naja, was die mich für Nerven gekostet hat in letzter Zeit. Erst wollte sie nicht mit zum Skilaufen, dann Uli, ich komm doch mit und dann Uli, ich kann doch die Eltern über Weihnachten nicht allein lassen. Ich glaube, die ist noch nicht mal abgenabelt. Teuer? 16,50 Mark. Oh, Sie gehen ja ganz schön ran, mein Herr. Hofische Finanzpolitik. Ich bin eben auch ein Mitglied dieser verrückten Familie. Und außerdem scheint es sich um die große Liebe zu handeln, hm? Nein, Wut. Nur reine Wut. Ach, du Affe, du. Also vergiss mir Frau Stendal nicht. Und die Kopfgröße 59,5. Und grüß Ruth schön. Ich muss wieder runter in die Praxis. Sag mal, Mutti, wie viele Christstollen haben wir jetzt eigentlich? Ne? Ha, bis jetzt sind's 8. Schöne Festtage. Ja, das wünschen wir Ihnen auch, Herr Doktor. Und wenn mit Bienchen noch was sein sollte, dann rufe ich noch mal an. Ja, natürlich. Rufen Sie notfalls an. Bin ja immer da. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. So, mein Liebling, jetzt haben wir es gleich geschafft. Noch der Foxel und dann der Eichkater. Dann brauchst du mich gar nicht mehr. Och, es wäre schön, wenn die mit dem Tisch ein bisschen sauber machen würden. Ja. Weißt du, ich freue mich, mit dir Weihnachten allein zu sein. Ob es dir nicht ein bisschen komisch vorkommen wird? Wieso? Wenn einmal der Trubel fehlt, dann wird man erst spüren, dass man doch älter geworden ist. Die Kinder sind jetzt erwachsen. Aber ich bitte dich, mein Liebling, das ist doch das Schicksal aller Eltern, mit den Jahren einsamer und ruhiger zu werden. Wenn Uli jetzt auf der Universität ist, dann wird es hier noch stiller. Da müssen wir uns mit abfinden. Ja, ich kann mich nur noch nicht so richtig dran gewöhnen. Hast du Angst, dich allein mit mir zu langweilen? Oh, nein, Karl, nein. In der Beziehung, da ersetzt du mir schon eine ganze Kinderschar. Und das Viehzeug, das wird bei uns ja wohl auch nicht weniger werden. Ja, das ist wohl zu befürchten, mein armes Kind. Aber Weihnachten wird jetzt mal alles abgestellt. Unsere Probezeit, ob wir beides zusammen allein noch aushalten. Du, was wollen wir denn machen? Ausschlafen. Es wird gepennt. Bis die Matratzen rauchen. Und dann mache ich Frühstück. Auch du machst Frühstück, ja? Naja, also ich helfe dir dabei, Frühstück zu machen. Ja. Und dann schlafen wir wieder. Du machst dir was Hübsches zum Essen, dann wird wieder geschlafen. Vielleicht gehen wir auch mal spazieren, mal ein paar Schritte so, ich meine, durch die kalte Winterluft. Oh, Karl. Nein, man muss nicht gleich übertreiben. Ein paar Mal ums Haus rum und dann wieder hinein in die gemütliche Wärme. Du, apropos, sag mal, hat dir Uli den Trick mit der Ölheizung verraten? Dreck? Nee, warte, wieso? Ja, du weißt doch, an der Pumpe ist was nicht in Ordnung. Der Uli, der hat so einen Kniff und dann geht sie wieder. Aber wenn er morgen wegfährt, dann sind wir schön aufgeschmissen. Wo ist er denn? Ist er noch da? Er wollte zu Rot? Ja, ich weiß nicht. Ruf ihn doch mal. Ich mache hier inzwischen weiter, ja? Uli! So, Fräulein Burger, dann kommen Sie mal rein. Oh, Frau Doktor, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich wage mich mit Johnny nicht mehr auf die Straße. Der fällt die größten Hunde an. Schauen Sie nur, wie er wieder aussieht. Komm, hopp. Johnny, du bist ja eine richtige Giftnudel. Schämst du dich denn gar nicht? Ach, der denkt gar nicht dran. Der ist noch stolz drauf. Typisch Mann. Und ein Temperamentsbolzen. Und wenn die Pumpe mal kaputt ist, dann haust du einfach mit dem Hammer dagegen. Mit dem Hammer? Ja, oder mit einem Stück Holz. Das ist ganz einfach. Das mache ich immer so. Ich glaube, du bist verrückt.
Das ist doch ein ganz empfindlicher Elektromotor. Ja, aber ein Modell aus der Steinzeit. Nee, da muss irgendwie ein Wackelkontakt drin sein. Oder die Flügelschraube ist manchmal locker. Nimmst einfach einen Hammer, das macht Lenchen auch so. Komm, zeig mir das. Komm in den Keller. Na, ich muss da jetzt wegfahren. Kein Mensch in dem Haus sagt mir, dass die Ölpumpe nicht funktioniert. Ich habe das mindestens schon ein Dutzendmal gesagt, aber hier hört ja keiner auf mich. Au, mein Fuß! Was hast du denn gemacht, um Gottes Willen? Welcher ist es denn? Der rechte. Komm mal hoch jetzt. Au. So. Du bist auch ein Riesenrost, bist du. Langsam. Da hat er noch mal Glück gehabt. Hier gehen die Bisse nur in die Schwarte, aber das Ohr, das müssen wir nähen. Hörst du, Johnny, nähen? Wenn du so weitermachst, bekommst du noch ein Fell mit Lochstickerei. Oh. Was ist denn passiert? Oh, Kellertreppe runtergefallen. Kann der Hund da mal runter? Ja, natürlich, Freund Burger, nehmen Sie mal, ja? Moment, ich mache hier schnell sauber. Hast du dir den Fuß verstaucht? Ich weiß nicht. Komm, setz dich mal drauf. Ich bin doch kein Dackel. Maul halten. Der will mich schlachten. Wir machen eine Röntgenaufnahme. Vielleicht ist der Knöchel gebrochen. Es tut mir leid, aber im Augenblick ist der Bengel wichtiger. Ja, selbstverständlich. Soll ich vielleicht so lange draußen warten? Bleiben Sie hier. Das geht ja gleich weiter. Wer hast du das bloß wieder angestellt, Junge? Ach, Vater wollte unbedingt den Trick mit dem Hammer kennenlernen. Diese Scheißtreppe ist aber auch zu glatt. Ui. Entschuldigen Sie das Wort Treppe, Freund Burger. Habe ich schon öfter gehört. Tut's denn sehr weh? Oh, es geht ganz schön. Und morgen will ich zum Skilaufen fahren. Was denn mit dem Fuß? Da kommst du in gar keinen Schuh mehr rein. Skilaufen findet im Bett statt, mein Junge. Wenn der Knochen gebrochen ist, dann sagst du dein Weihnachtsgedicht im Krankenhaus auf. Komm, Gerda Platte. Ja. Du mach keinen Quatsch. Na, ich muss unbedingt zum Skilaufen. Ich habe mich so darauf gefreut. Ja, wir uns auch, dich endlich mal loszuwerden. Mal hoch den Fuß. Au. Leg die Runde rum. So. Jetzt keine Bewegung. Stillhalten. Ich fahre. Und wenn ich den Klumpfuß in den Kartoffelsack stecken muss? Wenn es nicht geht, wirst du schön vernünftig sein und hier bleiben. Alles wegen dieser Drecksölpumpe. Oh, du Fröhliche. Stillhalten zum Donnerwetter nochmal. Fräulein Burger, wären Sie vielleicht so nett? Hier bei Tierarzt Dr. Hofer? Nein, nein, hier ist nicht die Frau Doktor. Kann ich etwas ausrichten? Hier wird gerade eine Röntgenaufnahme gemacht. Wer spricht dort? Gestüt Dobernheim. Ja, ich schreib's mal auf. Einen Moment. Da liegt ein Block und ein Bleistift. Mhm. Ja? Schmerzhafte Lahmheit? Auch Fieber bei Feuervogel. Ach du liebe Zeit, dann musst du ja wieder raus. Ja. Sagen Sie, ich rufe gleich zurück. Herr Dr. Hofer ruft gleich zurück. Ja. Ja, ich werde es ihm sagen. Ein Herr Hürtgen. Er sagt, es ist sehr dringend. Ich habe alles aufgeschrieben. Danke, das war sehr nett von Ihnen. So, rum jetzt die andere Seite. Eine neue Platte da. Ja, vorsichtig. So. Na, das kann ja schön werden. Vielleicht musst du dann jeden Weihnachtstag nach Dobernheim rausfahren. Hin und zurück hier 60 Kilometer bei Glatteis. Gnadenbringer. Bist du jetzt endlich still? Ach du Vater, ich mach da Umschläge mit essigsauer Tonerde. Dann ist der morgen wieder abgeschwollen. Ja, denkst du, das wird der schönste Bluterguss. So, jetzt stillhalten. Fertig? Ja. So, komm. Vorsicht. Herr Doktor, ein Telegramm. Ach, gib mal her. Ja, Uli, was ist denn passiert? Ja, weil du Musterbiene die Kellertreppe gebohnert hast, muss ich mir die Haxen verstauchen. Oh. Du, Karl Bärbel, kommt doch, hör mal zu. Weihnachtsurlaub durchgesetzt, fliege von Stockholm. Ankomme Heiligabend mit Francesco Bärbel. Wer ist denn Francesco? Oh, keine Ahnung. Klingt italienisch, ne? Ja, unser Bärbel hat sich was angelacht. Vielleicht wieder ein Spanier, wie damals. Naja, wir werden ja sehen, ne? Du legst dich jetzt ins Bett. Lenchen, Sie machen ihm gleich Umschläge hier in den Schuh mit. So, vorsichtig. Mist. Was sagst du zu meinem Pech? Ich passe in keinen Schuh rein. Erst dachte ich hätte mir die Gräten gebrochen, aber mein Vater hat sofort geröntgt. Ohne Befund, nur diese blöde Verstauchung. Du machst ja auch Dinger, du. Und nun fährst du morgen nicht? Das ist doch gar nicht drin, ich habe sofort abtelegrafiert. Ich kann doch gar nicht auftreten. Du, Frank, magst du einen rum? Der steht da drüben auf dem Regal.
Hat mir mein Vater spendiert als kleiner Trost und Schmerzensstille. Gar nicht. So eine schlechte Idee. Ich habe auch einiges runterzuspülen. Wieder Krach zu Hause? Nee, jetzt ist der Krach vorbei. Gestern Mittag wurden meine Eltern geschieden. 3 Tage vor Weihnachten, sehr sinnig. Ja, und was jetzt? Ja, Vater wohnt vorläufig im Hotel, Mutter packt ihre Sachen. Ja, und du? Ja, weiß ich noch nicht. Ich meine, was machst du Weihnachten, Heiligabend? Ja, ich werde wahrscheinlich schlafen gehen oder mich langsam betrinken. Ach, du hast ja eine Meise, du kommst natürlich zu uns. Bärbel kommt auch. Bärbel kommt auch? Wieso? Ich denke, die kriegt keinen Urlaub. Doch, vorhin haben wir ein Telegramm bekommen. Ankomme Heiligabend aus Stockholm, Gruß Bärbel. Sie bringt Francesco mit. Francesco, wer ist denn das? Das weiß ich nicht, das weiß keiner hier. Ich schätze, irgend so ein Knilch von der spanischen oder italienischen Delegation. Aha. Ach, mach dir keine Sorgen, Frank. Wenn sie dich wieder sieht, ist die alte Liebe wieder da und dann adios, Francesco. Ja, wollen wir es hoffen. Komm, lass uns noch einen trinken. Und Frank, ruft da bitte Ruth an. Ich möchte nicht, dass sie denkt, dass ich weggefahren bin, ohne ihr auf Wiedersehen zu sagen. Okay, mach ich. Du, Karl. Karl, wenn du jetzt nach Dobernheim rausfährst, dann könntest du mich doch gleich mit in die Stadt nehmen. Ach, mein Mädchen, bis du fertig wirst. Ich hab's doch so eilig. Was willst du denn in der Stadt? Ja, entschuldige, dass ich vor Weihnachten auch noch was zu besorgen habe, ja? Ach, und den Kaffee hast du mir auch ausgetrunken, du Schuft. Jetzt will das Weib auch noch Kaffee trinken. Du, ich muss los. Ja, und ich soll vielleicht bei der Kälte in die Stadt laufen oder mich aufs Fahrrad setzen, hm? Du warst doch erst gestern in der Stadt. Ja, und heute muss ich wieder in die Stadt. Ich hatte ja gehofft, Uli kann mir ein paar Besorgungen erledigen, aber der fällt doch jetzt aus. Na, kann ich dir was mitbringen? Nein, mein Schatz, das kannst du nicht. Ah, Geheimnisse. Was warte, du Bestie, zur Strafe bleibst du hier. Oh, bitte, Karl, warte auf mich. Ich bin in 3 Minuten fertig, ja? Dann können wir doch unterwegs gleich noch über die Weihnachtstage sprechen. Jetzt, wo Uli hier bleibt und Bärbel kommt auch. Ja, wir wollten mal trautes Glück allein spielen, was? Du, ich freue mich aber trotzdem. Ich freue mich sogar schrecklich. Sag mal, was machen wir denn mit diesem Francesco? Der Bärbel bringt ihn doch mit. Wo sollen wir den denn unterbringen? Was ist das überhaupt für ein Mensch? Muss ich vielleicht jetzt noch Italienisch kochen? Ich weiß schon alles, wie es kommt. Stille Nacht, heilige Nacht und das Haus wird voll sein, wie immer. Und wir beiden Alten werden herumtraben, bis wir auf dem Zahnfleisch laufen. Und komm, Kleine, zieh dich an. Bis zum Rathaus will ich dich mal ausnahmsweise mitnehmen. Du, nichts zu machen. Mal wegen, das meldet sich kein Mensch. Wo kann dann Ruth sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie noch Besorgungen machen. Möchtest du noch einen Rum? Nee, hör auf, Mann. Ich vertrag das Zeug nur bei Windstärke 10. Ja, die ist auch bei mir. Ich brauch bloß meinen gepackten Koffer anzusehen. Soll ich dir den Kram abräumen? Ich mein, auspacken? Nein, stell aber die Skier nach draußen. Ja. Auf die Diele. Dann stell dir vor, morgen wäre ich sonst in Seefeld, in Tirol. Pulver, Schnee, Sonne. Man könnte ganz verrückt werden, wenn man daran denkt. Mach mal die Tür auf, Frank. Ich bring ein Stück Kaffee. Was denn, Lenchen? Nur Kaffee, keinen Christstollen? Was, Christstollen heute schon? Ja, wir haben doch 8 Stück davon. Hey, im Augenblick sind's 11. 11, Frank, hast du das gehört? 11 Christstollen von dankbaren Patienten. Hast du sowas schon mal erlebt? Und da bringt uns diese herzlose Person nur Kaffee? Lenchen, Uli ist doch ein schwer geprüfter Mensch. Ja, der Christstollen wird erst Heiligabend angeschnitten, hat Frau Doktor gesagt. Und da hat sie auch ganz recht. Ein bisschen Feierlichkeit muss ja sein zu Weihnachten, nicht? Frank, was sagst du denn dazu? Da kannst nichts machen. Doch. Doch, geh mal in den Koffer. Ja, und? Pack mal die Pullover aus und die Hemden. Ja? Ja, da liegt was. Mensch, das ist ja fantastisch. Ja, pack's aus. Wo ist ein Messer? Immer in der Schublade, da muss ein Hirschfänger sein. Ein bisschen rostig, aber das macht nichts. Gib ihm den Fangstoß. Ja. Fangstoß. Dicke oder dünne Scheiben? Dicke. Dicke. Guten Abend, Frau Doktor. Ist Frau Stendal nicht da? Ja, Frau Stendal ließ gerade mal rüber einkaufen. Ich wollte mich nämlich nur noch mal nach der Pelzmütze für meinen Mann erkundigen. Habt ihr sie überhaupt schon angefangen? Die ist sogar schon fertig.
Ach, die ist ja wunderbar. Hoffentlich passt sie auch. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Frau Stendal die richtige Kopfgröße angegeben habe. 59,5. Aber werden wir gleich mal nachmessen. Hm? Fritz, pst, mein Mann. Guten Abend, Herr Fritz. Frau Stendal nicht da? Frau Stendal? Nein, die ist einkaufen. Na, habt ihr Banditen den Persianermantel von meiner Frau fertig gemacht? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, aber... Na, da sollte doch ein anderer Kragen drauf, ein schöner Nerzkragen. Ja, aber... Na, Herr Doktor, ja. Ich habe Sie schon reingehen sehen. Ja. Also, der Mantel für die Frau Gemahlin wird süß. Einfach süß. Wir haben da ein Krägelchen drauf gezaubert. Na, Fritz, hol ihn doch mal her. Ich muss ihn unbedingt dem Herrn Doktor zeigen. Der schwarze Persianer mit dem grauen Nerz. Was machst du denn für ein dummes Gesicht? Du sollst einen Mantel holen. Sie, aber Sie werden am Heiligabend liefern. Aber todsicher, ich werde Sie doch nicht im Stich lassen. Was ist denn das? Hübsch. Und das wäre auch was für mich. Hm? Na? Na? Ist wie fesch. Ja, sehen Sie, sowas müsste man zu Weihnachten bekommen. Aber das kommt meiner Frau natürlich nicht in den Sinn. Sie hat wohl zu wenig Fantasie und Geschmack hat sie nie besessen. Aber wie können Sie denn sowas sagen, Herr Doktor? Ihre Frau hat doch so viel Schick. Hört sie auf. Ich weiß doch immer im Voraus, was ich zu Weihnachten bekomme. Eine Krawatte, drei Kugelschreiber und eine Kiste Zigarren. Ihnen kann ich das ja sagen, Frau Stendal. Sie sind ja diskret. Also im Vertrauen. Den Persianermantel bekommt meine Frau gar nicht. Wie bitte? Den kriegt nämlich eine kleine, nette Freundin von mir. Also, Herr Doktor, ich bin sprachlos. Was wollen Sie denn? Ich bin in den besten Jahren. Was soll ich denn machen? Ich führe eine zerrüttete Ehe. Ich habe ein liebeleeres Dasein. Du elender Mensch, du Satansbraten. Fröhliche Weihnachten, mein Mädchen. Sag mal, du willst mir wirklich einen Pelzmantel schenken? Ich habe es so geheim gehalten. Aber was hast du dich auch hier rumzutreiben? Naja, um dir diese blöde und völlig geschmacklose Pelzmütze zu kaufen. Was denn? Die ist für mich? Ja. Oh, mein Mädchen. Und hier ist auch der Mantel. Oh, kann ich den aber gleich mal probieren? Na, was sagst du? Ach, du, der ist ja zauberhaft. Ach, mein Karl, danke, 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 danke. Und somit hat unsere Bescherung schon stattgefunden. Nein, das kommt ja gar nicht in Frage. Beides ist ja noch gar nicht ganz fertig. Also, her mit den Sachen. Hier fehlt nämlich noch eine Kragennaht und die Mütze muss auch noch gedämpft werden. Heiligabend wird geliefert. Also, jetzt versuche ich es nochmal. Na endlich! Hallo Ruth, hier ist Frank. Sag mal, wo steckst denn? Du, seit 2 Stunden meldet sich bei euch kein Mensch. Ich war beim Einkaufen und außer mir ist niemand im Haus. Was gibt's denn? Was? Uli fährt nicht? Ja, wann ist denn das passiert? Oh, ich werd verrückt. Moment mal. Also Frank, ich werde glatt verrückt. Jetzt habe ich doch die Fahrkarte nach Seefeld schon in der Tasche. Ja, ich wollte morgen zum Skilaufen fahren. Ich bin schon beim Packen. Nein, natürlich weiß er es nicht. Es sollte doch meine Weihnachtsüberraschung für ihn sein. Ja, ich wollte morgen einfach zu ihm in den Zug steigen. Und habe mich schon so auf sein dummes Gesicht gefreut. Jetzt fahre ich natürlich auch nicht. Alleine? Nee. Von wo rufst du denn überhaupt an? Von Hofers, aus der Praxis. Ja, Uli liegt oben und kann sich nicht rühren. Ja, komm doch her, Menschenskind. Also bis nachher. Tschüss. Haben Sie das mitgekriegt, Lenchen? Wenn sich die Leute schon Weihnachtsüberraschungen ausdenken. Es wäre das arme Kind beinahe morgen früh nach Seefeld gefahren, um dort mit Uli unterm Christbaum zu sitzen. Naja, das ist die Liebe, Herr Frank. Wenigstens, wenn man jung ist. Bei uns ist ja schon ein bisschen anders, nicht? Ich werde auch mit jemand unterm Weihnachtsbaum sitzen. Aber ob es die große Liebe wird, das muss ich erst zeigen. Na, was ist los? Hast du sie erreicht? Ja. Ja, und? Sag mal,
ob mir deine Skistiefel passen? Aber Frank, was soll denn das jetzt? Wenn ich die jetzt tragen könnte? Ach, sieh mal, ist da eigentlich dumm. Deine Koffer, der Rucksack, das jetzt alles wieder auspacken? Ah, die Fahrkarte hast du doch sowieso noch. Du, was hältst du davon, wenn ich morgen für dich zum Skilaufen fahre? Ja, bitte, von mir aus gern, aber vielleicht sagst du mir jetzt, was mit Ruth ist, hä? Was hat sie gesagt? Mit der fahre ich morgen nach Tirol. Wie bitte? Ich fahre morgen mit Ruth zum Skilaufen nach Tirol. Was? Sieh mal, in der Annahme, dass du fährst, hat Ruth sich nämlich als Überraschung für dich entschlossen, auch zu fahren. Die Fahrkarte hat sie bereits und das Zimmer im Hotel Rose hat sie auch schon bestellt. Das begreife ich einfach nicht. Sieh mal, ich bin doch euer bester Freund. Ich habe Zeit, Geld, gesunde Haxen. Ich kann doch das Mädchen jetzt nicht sitzen lassen. Ich kann doch Ruth nicht alleine fahren lassen. Was denn, Ruth will morgen? Ja, ist die denn... Ja, und du willst morgen mit ihr? Ja, Ruth findet den Vorschlag ganz vernünftig. Wir würden dann bis Silvester bleiben. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Gib die Stiefel her. Das könnte dir so passen, dich in meinen Klamotten mit Ruth zu amüsieren, was? Ach so, Quatsch. Ich glaub das alles gar nicht. Das ist mein völliger Ernst. Ruth fährt morgen früh 9.35 Uhr nach Seefeld. Und eben am Telefon haben wir uns entschlossen... Das ist Quatsch. Die Fahrkarten kann man zurückgeben und das Zimmer kann man abbestellen. Ja, aber Ruth will das gar nicht. Du, Ruth freut sich aufs Skifahren. Und auf dich, was? Okay, Pauline, komm, da sei doch nicht eifersüchtig. Ruth, typische Ehefrau, treu, anhänglich, gar nicht sehr aufregend. Das hast du doch alles erzählt selber. Du Frank, du gemeiner Kerl, wenn du mir das antust, ich brech dir sämtliche Gräten. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Ich finde die Idee ganz vernünftig, dass ich mit Ruth... Wo willst du hin? Ich werde jetzt mit Ruth telefonieren. Ich will das jetzt wissen. Lass mich los. Liegen geblieben. Ruth wird gleich hier sein, dann kann sie dir alles selber erzählen. So, und damit werden wohl meine Weihnachtsfeiertage endgültig im Eimer sein. Ja, Doktor, ich brauche Sie ja nur anzurufen, wenn es dringend notwendig ist, ne? Ich muss aber noch ein paar Mal kommen. Temperatur messen bei so einem wertvollen Tier, da wollen wir ja nun nicht leichtsinnig werden, echt? Ja, das stimmt schon. Ich habe nur auch an Ihre Familie gedacht. Nach Weihnachten will ja schließlich jeder mal in Ruhe zu Hause sitzen. Da hätte ich eben mir einen anderen Beruf aussuchen müssen. Du, da kommt sie schon. Ich werde dir mal aufmachen. Du bleibst hier. Lenchen wird sie schon reinlassen. Ich möchte euch ganz gern mal beiden zusammen die Meinung sagen. Vielleicht wohnt ihr auch noch im selben Hotel, was? Ist doch klar. Na, Zimmer an Zimmer. Uli, mein Armer. Komm, lass das. Setz dich hin und spiel kein Theater. Was ist denn los? Ach, du bist im Stand und lässt mich mit meinen Schmerzen allein und fährst mit Frank zum Skilaufen, nicht? Wie bitte? Ja, ich gehe schon mal meine Koffer packen, nicht? Und vergiss nicht, deinen süßen Shorty mitzunehmen. Den mit den blauen Punkten. Du und Uli, dir fröhliche Weihnachten, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Bei dem piept's wohl. Und bei dir auch, was? Ich möchte jetzt wissen, was ihr mit mir spielt. Fährst du nur mit Frank oder nicht? Aber Uli, ich fahr doch nicht ohne dich. Guten Abend, Frau Doktor. Guten Abend, Frank. Na, wie geht's, Uli? Ja, Gott sei Dank, dass er sich nichts gebrochen hat. Ruth ist gerade oben bei ihm. Mhm. Nebenbei gesagt, Uli hat mich eben eingeladen zum Heiligen Abend bei ihm. Wenn ich kommen darf. Ah, natürlich kannst du kommen, Frank, wenn du allein bist. Da du mir ja schon mal einen Heiratsantrag gemacht hast, gehörst du ja so gut wie zur Familie, nicht? Frau Doktor, darüber bin ich sehr glücklich. Ich danke Ihnen. Wenn du so weiter siehst, bleibt von dem Baum bald nichts mehr übrig. Du siehst doch, dass der Schnitt schräg ist. Nicht wahr? Passt ja gar nicht in den Ständer rein. Ah ja. Ja, vielleicht würde ich mal die Säge gerade halten. Mach mich nicht nervös. Oh, hast du das gesehen? Der wäre beinahe in den Daumen gegangen. Ich habe nie gewusst, dass du technisch so unbegabt bist. Halt die Klappe! Kellertreppe runterfallen und dem Vater weise Ratschläge geben. Oh, es ist doch ein bisschen. Was ist denn hier schon wieder los? Ich habe doch heute Morgen so schön sauber gemacht. Vater macht Brennholz, Lenchen. Herr Doktor, was haben Sie denn da? Ich hab Finger geschnitten. Jetzt kommst du auch noch. Hau ab zu deinem Schokoladenmann. Bringt meine Frau nicht zum Bahnhof? Ja, der Wagen ist schon draußen. Und ich danke auch schön, Herr Doktor, fürs Fahrrad und das Geld. Keine Ursache. Alles Gute, fröhliche Weihnachten, Mensch. Ja, gleichfalls Ihnen auch, Herr Doktor. Ja, wiedersehen. Uli. Ja, mach's gut, Lenchen. Und ich drück dir die Daumen. Danke, Uli. Ja, also dann. Ja, wiedersehen, ne? Wiedersehen. Wiedersehen, Lenchen. So. Also, Uli, ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Äste abhauen. Nein, komm. Jetzt lass mal einen großen ran, ja? Sonst sitzen wir heute Abend tatsächlich ohne Weihnachtsbaum da. Pass mal auf, so macht man das. Was aus so einer Riesentanne alles werden kann, die ist ganz schön zusammengeschrumpft. Mutti, ich habe das Gefühl, wir haben uns einen Maibaum eingehandelt. Der nadelt jetzt schon.
Sag mal, hast du die Tasche mit den Wagenpapieren irgendwo gesehen? Ich hatte sie vorhin auf den Schreibtisch gelegt. Vater muss doch noch nach Dobernheim. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Besinn dich doch. Das ist doch eine Schlamperei. Ich muss ja weg. Also ich weiß doch nicht, wo sie geblieben sind. Sag mal, wann machen wir denn eigentlich Bescherung? Ich will von Bescherung nichts hören. Wir warten ja sowieso, bis Bärbel kommt. Vielleicht hast du die Wagenpapiere in der Küche verbuttert. Also in der Küche bin ich überhaupt nicht gewesen. Da gibt's vielleicht heute gar nichts zu essen, was? Wenn du Hunger hast, mach dir ein Butterbrot. Warmes Essen gibt's erst heute Abend. Warte, ich hab das furchtbare Gefühl, Mutter hat überhaupt nichts zum Essen eingekauft. Vater bringt die Pute doch erst mit. Ich fahre nicht ohne Wagenpapiere. Mein Führerschein ist auch dabei. Ach, diese Bimmelei. Also jetzt geht mal einer von euch. Ja, ich weiß nicht, ob mein Achsen davon gerade besser wird. Vielleicht ist es Frau Stendal mit dem Pelzer. Ja, es wird auch höchste Zeit. Um 11 wollte sie liefern. Aha, ihr Kinderlein, sag, komm. Sag, wir sind schon ein bisschen früher gekommen. Wir dachten, wir können euch noch was helfen, weil doch euer Lenchen nicht da ist. Ja, dann könnt ihr gleich helfen, die Wagenpapiere suchen. Ja? Sonst findet nämlich der heilige Abend heute gar nicht statt. Was Neues von Bärbel? Telegramm aus London. Wieso aus London? Na, die Maschine konnte in Amsterdam wegen Nebel nicht landen. Jetzt kommt Bärbel erst heute Abend. Also hier sind sie auch nicht. Karl, nun sieh bitte noch mal ganz genau bei dir. Nach in allen Taschen. Komm, lass das, lass das. Sie sind nicht da. Hier ist mein Rezeptblock, ich weiß ja. Ja, dein Rezeptblock. Und die ganze Weihnachtspost, die du vor 3 Tagen schon in den Kasten stecken solltest. Also, Karl, du bist fürchterlich. Also, wenn du so viel um die Ohren hättest wie ich, dann würde dir auch sowas passieren. Ja, natürlich. Ich habe ja auch den ganzen Tag nichts zu tun. Ich sitze nur hier rum und drehe Und was ist das? Die Wagenpapiere. Ja. Also, wer hat die mir wieder in die Tasche gesteckt? Also, hier ist wirklich unerklärlich. Gerda, in dem Haus geschehen Dinge. Ja, ich weiß, Karl. Ich weiß. Fröhliche Weihnachten. Darf ich vorstellen? Die neue Küchenmamsell und der neue Hausdiener. Sie wollen dir ein bisschen helfen, Mutter. Fröhliche Weihnachten. Ich danke euch. Oh, das ist aber wirklich lieb. Könnt ihr Kartoffeln schälen und Gemüse putzen? Ja, klar, machen wir. Klar. Ah, hier, Frank, komm. Nimm meine Schürze. In der Küche hängen, glaube ich, noch 2. Danke. Und dann ab an die Arbeit. Wir sind hier alle ein bisschen verrückt. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ich muss noch mal los. Was denn? Ohne Wagenpapiere und ohne Führerschein? Kommst du mir vor? Hier erst Ordnung. Ja, jedenfalls mein Vater, wenn wir zwei auch Schlampen sind, ja. Uli. Oh, ich nehme jetzt den Stuhl mit und setze mich an die Tür als Portier. Komm, wir gehen in die Küche. Ja. Ruth, und stellen Sie doch bitte mal die Blumen ins Wasser. Ja, danke. Ach, das Telefon, Karl. Ich bin schon weg. Ja, im Moment kannst du ja noch warten. Vielleicht ist es was Wichtiges. Guten Tag, Herr Hartwig. Nun, schönen Weihnachtsgruß von mir und meiner Frau. Weil der Vater doch die beiden Allgäuer wieder so schön gesund gemacht hat. Wollen Sie im Moment näher treten? Nee, lassen Sie mal, Uli. Ich weiß ja selber, wie es so kurz vor Heiligabend ist. Da drehen sie doch alle durch. Ah, meine Eltern würden sich bestimmt freuen. Was ist denn da drin? Erraten. Also, frohe Weihnachten. Danke, Ihnen auch. Und schönen Dank. Na, das ist ja entsetzlich. Wann ist denn das passiert? Was ist passiert? Ach, das ist nicht so wichtig. Da kommen wir schon drüber weg. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie uns Bescheid gesagt haben. Ja, wollen saufen. Wiederhören. Fröhliche Weihnachten, mein Karl, das war Frau Stendal. Mit meinem Pelzmantel ist das Essig und deine Pelzmütze kriegst du auch nicht. Was? Na, letzte Nacht haben sie in der Werkstatt eingebrochen. Alles ausgeräumt, was da hing. Das ist ja ein Ding, du. Oh, Karl, jetzt habe ich nichts für dich zu Weihnachten. Oh, mein Mädchen, nun lass dich nicht umschmeißen. Ich habe ja auch nichts für dich. Hast du denn schon viel angezahlt? Keinen Pfennig, und du? Nein, auch nichts, aber... Die arme Frau Stendal. Nun, lass mal, die ist bestimmt gut versichert. Was sagt ihr dazu? Bauer Hartwig hat uns 2 Gänse gebracht. Nobel! Na, das konnte er wohl auch, wo er dich so oft nachts aus dem Bett klingelt. Egal, er hat es nicht vergessen. Kinder, ich muss los. Also, tschüss, mein Kind. Und dann die Pelzgeschichte. Nimm's gleich. Was sollen wir uns auf? Hast recht, Karl. Es soll uns nichts Schlimmeres passieren. Also mach schnell, komm bald zurück. Wenn wir uns schon nichts schenken können, dann wollen wir doch wenigstens bald den Baum anstecken. Wollen wir nicht auf Bärbel warten? Na, vielleicht kommt sie erst um Mitternacht. Na ja. Tschüss. Tschüss. 2 Gänse haben wir auf jeden Fall. Sollte Vater die Pute vergessen, was ich mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen möchte, da werden wir trotzdem nicht verhungern. Na, Stollen sind doch auch noch da. Du sag, Molly, ist verdammt kalt hier. Findest nicht auch? Ja, sehr warm ist es nicht hier. Ja, so. Na, wird wahrscheinlich wieder was mit der Ölheizung nicht in Ordnung sein. Aber ich kenne da einen Trick. Komm mal mit, Frank. Hm. Aber lass mich nicht so lange alleine. Aber nein. Ach, Mutti, machst du mal bitte auf? Ich kann im Moment nicht. Komm mit, Frank.
von Burger, was gibt's Tag, denn? Frau Doktor, es ist schon wieder mit Johnny ein Malheur passiert. Ich weiß, Sie haben keine Sprechstunde mehr. Aber der Johnny, der muss einen Röhrenknochen verschluckt haben. Ich habe ja so eine Angst, dass er erstickt. Na, dann kommen Sie mal gleich mit rein in die Praxis. Ja, danke schön. Komm, Johnny, schnell. Er ist bei meiner Nachbarin über den Balkon und hat einen ganzen Topf mit Gänseklein aufgefressen. Er ist nicht nur ein Raufbold, er ist ein richtiger Dieb. Komm. Ja, setzen Sie ihn mal hier auf den Tisch. Ja. Und halten Sie ihn fest, ja? Guck, tut mir ja so leid, ausgerechnet Heiligabend, wo doch jeder so viel zu tun hat. Ach, wissen Sie, bei uns ist heute der Teufel los und so feierlich sind wir gar nicht gestimmt. Mein Mann ist auch noch unterwegs. Na, komm, so, jetzt, Johnny, komm. Komm, lass mich mal reinschauen. Komm. Adi. Na, oh, ich glaube, wir haben Glück. Sitzt nicht so tief. Na, Johnny, ja, ich will dir doch helfen. Vielleicht kommen wir um die Operation herum. Na, komm, Johnny, ganz brav, komm. Na, komm, komm, auf. Na, na, na. Ach nein, so schaffe ich das nicht. Also, lieber viel Zeit verlieren, mache ich lieber eine Narkose. Uli! Uli! Bitte, Frau Bürger, rufen Sie doch mal meinen Sohn her, ja? Und die Tür aufmachen. Ja. Mutti, die... Tag, Mutti, die Ölpumpe tut's nicht mehr. Im ganzen Haus ist es schon kalt. Merkst du das denn nicht? Ja, interessiert mich nicht. Hilf mir. Hilf mir lieber bei der Narkose. Ja, was ist denn los? Ach, Knochensplitter im Schlund. Ja, natürlich, klar, mach ich. Was brauchst du denn? Sterile Spritze, Tupfer und... Und Maulspreize. Johnny, komm, brav jetzt. Ganz brav. Du, wenn das so weitergeht, dann gibt das eine Katastrophe. Die Ölpumpe, die tut's nicht mehr. Nachher sitzen wir heute Abend im Kalten und bibbern und klappern mit den Zähnen. Ah, dann ziehen wir eben warme Socken an und werden im Wintermantel Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Stille Nacht, Heilige Nacht. Das wird vielleicht Bärbel sein. Ach. Gehst du nicht zu Bärbel? Abwarten. Erstmal den Francesco beäugen. Fröhliche Weihnachten, was? Oh, ich finde alles sehr komisch. Ich habe nur Angst, dass mein Rotkohl anbrennt. Unsere Rettung, zwei elektrische Heizöfen. Anschließen die Dinger, Uli. Ah, Sie sind ein Engel, Frau Hamburg. Vielleicht kannst du da nicht frieren lassen, nachdem Sie Johnny so nett geholfen haben. Ah, wie geht's ihm denn? Ach, prima, der ist schon wieder ganz kess und munter. Na, fein. Lassen wir sich aber ein Gläschen Glühwein mit uns trinken, Frau Hamburg. Ah, ja, bei uns war gerade die Weihnachtsstimmung ausgebrochen. Lassen Sie Ihren Mantel ruhig noch an. So schnell wird's noch nicht warm. So, nun fröhliche Weihnachten, mein Kind. Ja, ja, danke. Jetzt wollen wir aber Frau Hamburg auch noch mal anstoßen. Prost, Frau Hamburg. Komm. Ja, singen wollen wir aber. Lass uns noch mal versuchen. Ja, alles gut. Stille Nacht, Heilige Nacht. Telefon. Ja. Ja, was denn? Gehen wir nur ran oder nicht? Na ja, einer muss ja rangehen, nicht? Frank, geh du doch mal ran. Sag bei Hofers, wir haben Wasserrohrbruch. Wir werden alle weggeschwemmt. Oh, bitte, Karl, beruf es nicht. Also, ich habe genug mit Katastrophen. Mir wird schon was einfallen. Ja. Halt bitte mal. Du, das sag ich dir, wenn eine Kuh hat oder ein Hund hat sich einen Magen verdorben. Mit Pfefferkuchen. Ja, mit Pfefferkuchen. Dann fährst du nicht hin. Einmal muss Schluss sein. Tierarztpraxis Dr. Hofer? Ja, hier ist 7284. Ferngespräch aus London. Bärbel. Ach, das arme Kind, immer noch in London. Hallo, Bärbel. Ja, hier ist Frank. Fröhliche Weihnachten. Du, wie geht's denn? Hallo, Bärbel. Ja, Bärbelchen, hier ist Mutti. Oh, Kind, wo bleibst du denn? Was? Ach, immer noch Nebel, Flugverkehr eingestellt. Ja, Bärbel, ist aber lieb, dass du uns anrufst. Wann glaubst du denn, dass du... Morgen. Übermorgen? Ja, nur sieh mal zu, ne? Ach, wir freuen uns alle schrecklich auf dich. Hm? Nein? Nein, Uli ist hier bei uns. Ja, der hat sich einen Fuß verstaucht. Ja, Ruth und Frank sind auch hier. Die feiern mit uns. Mhm. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße von allen. Mhm. Ja, hier ist einiges los, aber wir sind recht vergnügt. Du, sag mal, was ist denn mit deinem Francesco? Was? Bei dir im Hotel? Wie? Er ist auf deinem Zimmer? Ja, aber Kind, das verstehe ich aber nicht. Du, sag mal, was ist denn das für ein Herr? Ja. Ja. Nein, ist das komisch. Du, wir haben alle gedacht, das ist
Hallo? Bärbel? Bärbelchen? Hallo? Aus. Unterbrochen, ja. Schade. Wir sind getrennt worden. Was ist mit Francesco? Ja, wisst ihr, wer Francesco ist? Ein süßer, kleiner, schneeweißer Kater. Dann können wir ja weiter singen, nicht? Ich bin gespannt, ob wir die erste Strophe heute noch zu Ende bringen. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hoch heilige Paar. Lenchen. Um Gottes Willen, Lenchen, was ist denn passiert? Sie wollten erst übermorgen zurückkommen. Lenchen, ist es wieder schief gegangen? Ja, es ist wieder schief gegangen. Frau Doktor, diese Männer, Schokoladen und Süßwaren, hat er gesagt. Und was hat er? Einen kleinen Stand an der Vinien-Ecke. Da soll ich stehen, Bonbon kochen. Und von welchen geordneten Verhältnissen ein richtiges Dreckloch hat. Denn nee, habe ich gesagt, nee, Herr Seifert, da bleibe ich lieber bei meinen Fischen. So dämlich kann Lindchen Paulik ja nicht sein, dass sie ihn möchte heiraten, wo sie nicht mal rasiert sind am Heiligenabend. Dann nehme ich doch gleich lieber meinen Koffer und gehe. Brigitte, der Baum brennt! Oh, der Baum brennt! Ja, sofort löschen! Wasser? Ach, nein, kein Wasser! Ach, das hat uns gerade noch gefehlt. Oh, und nun nochmals fröhliche Weihnachten! Was es an Katastrophen geben kann, das haben wir ja eigentlich heute Abend erlebt. Nun kann nichts mehr geschehen. So, dann wollen wir mal auf unsere verrückte Familie trinken. Prost. Prost. Und lasst uns so bleiben, wie wir sind.